Cabrios sind Nahrung für die Seele und heben nicht nur die Laune, sondern versprühen auch immer ein sommerliches Feeling. Ja, man mag es ja kaum glauben, aber wir haben ja eigentlich schon Frühling in Österreich. Aber so ein sonniges Gemüt wie ich, ja, mich stört das nicht, denn selbst wenn Schnee auf der Straße liegt, steige ich ein ins Cabrio. Und zwar zum Test vom neuen VW T-Roc Cabrio. Also rein in die luftige Stube und ab ins winterliche Umland von Wien. Das T-Roc Cabrio stellt den Stimmungsaufheller für Sonnenanbieter im Volkswagen-Modellportfolio. Er basiert, wie der Name schon verrät, auf dem T-Roc Crossover. Das T-Roc Cabrio soll also die ohnehin schon große Spreizung an Talenten des geschlossenen Bruders um Open-Air-Gefühle erweitern. Dazu wurde natürlich nicht einfach das Dach abgeschnitten, sondern die Karosserie auch versteift. Selbst bei flotten Kurvenfahren sind weder Verwindungen noch das berüchtigte Cabrio-Zittern zu spüren. Dem Endkonsumenten ist das aber meist ohnehin egal, denn hier geht es natürlich sehr ums Eitle. In einem Cabrio wird man nämlich immer vom Umfeld stärker wahrgenommen. Deswegen geht meine Empfehlung zur Airline-Ausstattung, denn sie lässt das T-Roc Cabrio maskuliner dastehen. Darüber hinaus kommt man mit der Airline auch in den Genuss von LED-Scheinwerfern, dem digitalen Cockpit, der progressiven Lenkung und den fantastischen Sportsitzen, die nicht nur das Gemüt erwärmen. Cabrio-Fahrten, das macht man im Juni bei 20 Grad, nur leider Juni ist in der Ferne 20 Grad auch, deswegen machen wir das bei 2 Grad Anfang April, was aber auch gar nichts macht, denn das T-Roc Cabrio hat eine potente Sitzheizung und auch eine sehr gute Lenkradheizung, somit ist es eigentlich auch selbst bei diesen Wetterbedingungen sehr lauschig im Cabrio. Das T-Roc Cabrio ist vielleicht kein Fahrzeug für kühle Rechner, sondern eher ein Auto für Menschen, die wissen, was Lebensfreude ist und die das Leben nicht immer bierernst nehmen. Natürlich ist der Alltag mit dem T-Roc Cabrio ein unkomplizierter. Weder die Technik noch die Bedienung gibt große Rätsel auf. Und trotzdem ist das Konzept eines hochbeinigen Crossover Cabrios, das nicht im Mainstream schwimmt, sehr untypisch und emotional für Volkswagen. Aktuell gibt es den offenen T-Roc mit zwei vernünftigen Benzinmotorisierungen, wovon ich für den Test mit dem stärkeren unterwegs war. Der Motor, den wir mit haben, das ist ein 1,5 Liter Vierzylinder Benziner mit 150 PS. Klingt jetzt nicht nach der großen Welt, reicht aber vollkommen, denn dieses richtige Herpressen in ein Cabrio, das macht man genau einmal und dann denkt man sich, die Haare, der Wind, das will man vielleicht doch nicht. Deswegen 150 PS mit einem DSG-Getriebe. Man ist nie untermotorisiert, aber halt auch nicht obermotorisiert. Das ist eigentlich genau die ideale Motorisierung für dieses Auto. Das Aggregat gefällt besonders durch seine Drehfreudigkeit und das perfekte Zusammenspiel mit dem 7-Gang DSG. Mit seinen 250 Newtonmetern an Drehmoment lässt sich das T-Roc Cabrio in 9,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen. Der Topspeed liegt bei 205 km/h. Werte, die bei einem Cabrio jedoch vernachlässigbar sind. Wichtiger ist hier schon eher, dass es bei geöffnetem Verdeck auch mit hochgefahrenen Seitenscheiben bis 50 km/h nahezu windstill im Auto ist. Somit lässt es sich auch an graueren Tagen oben ohne gut aushalten. Und das führt mich auch schon zu meinem Fazit. Große Konzerne verdienen mit Cabrios eher kein Geld und umso schöner ist es, dass Volkswagen sagt, wir bauen euch ein Cabrio und zwar das T-Roc Cabrio, ein Fahrzeug, das als Allrounder gut durchs ganze Jahr kommt und dazu braucht ihr nicht mehr Cabrio-Wetter, da gehen noch 4 Grad und ein bisschen Schnee auf der Straße, um mit dem Auto ins Cabrio-Feeling zu kommen.